Hallo, mein Name ist John Smith. Ich bin Ihr Tourguide. Savannah wurde 1733 gegründet und war bis zum Krieg zwischen Nord- und Südstaaten eine der wichtigsten Häfen für Baumwolle, die auf Plantagen angebaut wurde. Die reichen Südstaatler hatten sich schon deshalb erbittert gegen die Abschaffung der Sklaverei gewehrt. Und nun darf ich Ihnen etwas Besonderes zeigen, das auf der Welt nur einmal vorkommt, nämlich hier bei uns. Kilometerlange Alleen mit Bäumen, die mindestens 250 Jahre alt sind. Das war wirklich sehr interessant, vielen Dank. Aber wir können leider die Tour nicht fortsetzen, weil ich noch eine Verabredung mit meinen ehemaligen Gasteltern habe. Ich war nämlich vor gefühlten 100 Jahren ja Austauschschülerin in Savannah. Und? Ja. Hat es Ihnen gefallen? Ah, das war wundervoll. Sehr gut. Vielen Dank.